In Deutschland scheint der Gasrausch ausgebrochen zu sein. Viele Energiekonzerne haben die Dollarzeichen in den Augen und haben sich Claims gesichert, um nach Erdgas zu suchen. Wir wissen mittlerweile alle, dass es sich um unkonventionelles Erdgas handelt. Klammheimlich haben diese Unternehmen versucht, uns hier im Münsterland nur zur Probe Erdgas unter den Füßen wegzusaugen. Allen wurden vorgegaukelt, dass das eine normale Sache ist. Jahrzehntelange Erfahrung haben die Konzerne und nie ist irgendetwas passiert, wollte man nicht vollständig über alle Risiken informiert werden. Wir fordern ein Gesetz, das in erster Linie die Belange der Menschen, die hier leben, berücksichtigt und nicht milliardenschwere Konzerne begünstigt, um deren Gewinne zu maximieren. Wir beschäftigen uns seit über einem halben Jahr mit dem Thema Fracking und wir haben auch unsere Erfahrungen mit den Politikern gemacht. Wir hatten eine Anfrage gestellt an die Stadtverwaltung im Oktober und haben zur Antwort bekommen, in Berchtesgaden ist überhaupt nichts geplant. Heute wissen wir, dass wir da belogen wurden und wir sind der Meinung, dass mit diesem Fracking etwas auf uns zukommt von diesen Energiekonzernen, wo die Riesengewinne wittern, ohne Rücksicht auf Verluste. Und ich glaube, wir müssen uns da ganz gehörig zusammenschließen über die Grenzen hinweg, wie das auch bisher mit der Initiative gegen Gasbohren geschieht und müssen uns harte Bandagen anlegen, um den Konzernen hier was entgegenzusetzen. Denn schließlich ist unsere Natur und das Überleben wichtiger als deren Gewinne. Unser Boden und gesundes Wasser sind unsere kostbarsten Güter. Hier eine unumkehrbare Gefährdung zu tolerieren oder auch nur deren Möglichkeit ist geradezu beispielhaft für raffgieriges und verantwortungsloses Handeln der Gasmultis. Schon die Fracking-Unfälle in Deutschland und erst recht die enorme Anzahl der Fracking-Unfälle in Amerika sind für uns Bürger in Nordrhein-Westfalen schon jetzt Warnung genug. Wir wollen und wir werden Fracking in Deutschland verhindern. Darum tragen wir diesen Protest kraftvoll, ich wiederhole, kraftvoll vor. Darum stehen wir heute hier in Münster und morgen an jedem Bohrloch in Deutschland wird der Ruf erschallen: Exxon, go home! Exxon, go home! Bin ich gleich fertig. ExxonMobil wird scheitern an unseren Fähigkeiten, die Exxon-Machenschaften öffentlich zu machen. ExxonMobil wird scheitern mit seiner Verharmlosungstaktik. ExxonMobil wird scheitern mit seiner Verschleierungstaktik. ExxonMobil wird scheitern an der Preistreiberei bei der Energie. Man braucht nur auf die Zapfsäule gucken. ExxonMobil wird scheitern an seiner rücksichtslosen Gier. Und ExxonMobil wird scheitern an unseren Fähigkeiten, den Widerstand zu organisieren. Und genau das werden wir tun. Und wir werden immer mehr, deutschlandweit, europaweit, weltweit. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und Exxon, go home! Dass Exxon dazu nicht kommen wird, das hier zu machen. Auf die ganze Geschichte, dann hat das schon was von Wildwest. Da hat man wirklich das Gefühl, Goldrausch setzte ein und in der Tat, da wurden ja 2005 dann die Claims abgesteckt, die Erdgasunternehmen eben vertrauend auf das Berglicht, die waren sich schon sicher, wie das laufen würde und die ersten Bohrungen sind ja auch ohne Beteiligung der Öffentlichkeit abgelaufen, niemand hat davon erfahren. Erst jetzt diskutieren wir über die Folgen. Und an der Stelle glaube ich, war Nordwalde schon ganz entscheidend und da war es entscheidend, dass da ein Bäckermeister im Schädelburg eben nicht sich vorstellen konnte, dass dort gegenüber seiner Bäckerei eine Erdgasbohrung stattfindet. Und er hat sich dann mal schlau gemacht, Herr Elzow, was da eigentlich abläuft. Ist dann ins Internet gegangen und hat dafür gesorgt, dass dieses Thema so bekannt wurde. Ankommt, dass diese unkonventionelle Gasförderung ein absolut unkalkulierbares Risiko darstellt. Wir im Münsterland und in ganz NRW wollen nicht die nächsten Havarieopfer sein, die gebracht werden müssen, damit diese ignoranten Politiker endlich wach werden.
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, wir haben alle eine Verantwortung unseren Kindern und Kindeskindern gegenüber. Wir müssen uns wehren, jeder Einzelne, der verstanden hat, dass hier Geld und wirtschaftliche Interessen über den Schutz der Gesundheit der Menschen gestellt werden. Natürlich in den zahlreichen gegründeten BIs, die in großer Zahl in wenigen Monaten, in wenigen Wochen entstanden sind. Und wenn jemand Kontakt aufnehmen möchte zu diesen BIs, dann kann er das tun über diese Internetseite www.gegen-gasbohren.de. Da hat jede BI so einen Button und da kann man sich Kontaktdaten holen. Wir müssen das anpacken, wir müssen das gemeinsam stoppen. Jede Hilfe ist willkommen, jede Hilfe ist notwendig, denn alle Kinder brauchen sauberes Wasser, wir brauchen sauberes Wasser und wir müssen das schützen. Dankeschön. Ich wollte zuerst noch ein paar Sätze darüber sagen, wie im Moment das Verfahren ist, weil das ja vielleicht nicht ganz uninteressant ist. Über die Gefahren des Fracking ist, glaube ich, genügend gesagt worden und ich freue mich auch, dass so viele heute gekommen sind. Ich denke, es müssen aber noch viel mehr werden, denn die Politik braucht in der Tat Druck, denn die wirtschaftlichen Interessen nicht nur von Exxon, sondern von vielen anderen Unternehmen, die hier Fracking in Nordrhein-Westfalen machen wollen, sind sehr groß und der Druck auf die Politik ist auch sehr groß. Wir haben es erlebt im Landtag, es hat da eine Debatte zugegeben, es ist heruntergespielt worden zum Teil, es ist auf der anderen Seite aber gesagt worden, es muss geprüft werden und im Augenblick läuft ein großes Zeitspiel. Man hofft, dass der Widerstand etwas abflaut, dass sich die Betroffenheit etwas abbricht und man in Zukunft dann vielleicht doch irgendwie, wie das jetzt auch schon rausgekommen ist vor einiger Zeit, nämlich dass das erste Bohrverfahren ja schon stattgefunden hat und genehmigt worden ist. Leider, muss ich sagen, auch unter der Ägide dieser rot-grünen Landesregierung jetzt, die allerdings, das muss man ehrenhalber sagen, offensichtlich nichts davon wusste. Auch das ist etwas, was man hier erlebt, nämlich dass offensichtlich das berühmte, berüchtigte ehemalige Landesoberbercher und die Abteilung 6 in Dortmund Genehmigung ausspricht und nicht mal die Bezirksregierung und die Landesregierung was von erfährt, sondern erst im Nachhinein. Sie alle haben das mitbekommen, 25.000 Liter Benzol sind in den Untergrund schon eingebracht worden. Was da letztlich angefahren ist, kann keiner genau sagen. Ich war auch bei diesem Hearing in Dortmund, was die Bezirksregierung gemacht hat. Da ist sehr viel über die Probleme dargestellt worden. Jetzt wird erstmal geprüft und geprüft. Dieses Gutachten wird wahrscheinlich Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres dann irgendwann kommen. Und dann wird man sehen, wie die Situation ist. Ich kann Ihnen nur sagen, am 31. Mai wird es jetzt ein Hearing im Landtag geben, aufgrund eines Antrags der CDU und man höre der Linken. SPD und Grüne haben keinen Antrag im Landtag gestellt für ein Verbot des Fracking. Bei diesem Hearing am 31. Mai sind sehr, sehr viele Experten eingeladen, 30, 40 ungefähr, die über diese Probleme dann sehr intensiv diskutieren werden und informieren werden. Und ich kann allen nur empfehlen, zum Landtag zu kommen am 31. Mai, da Druck zu machen, vor dem Landtag zu demonstrieren, mit in den Landtag hineinzukommen. Das ist eine öffentliche Veranstaltung. Sie können da alle dran teilnehmen, weil die Politik braucht den Druck. Und wenn man das tatsächlich verhindern will, dieses Fracking, dass das hier flächendeckend in Nordrhein-Westfalen und im Münsterland durchgeführt wird, dann muss in der nächsten Zeit weiter der Protest auf die Straße und in den Landtag getragen werden. Dazu kann ich Sie nur animieren. Unterstützen Sie das, machen Sie weiter Druck und sprechen Sie Ihre Freunde und Nachbarn.